It's me, Yoshi, fragt Pete Smeet. Wart ihr schon mal in Lebensgefahr? Zu meinen Kindzeiten hatte ich tatsächlich irgendwie so eine fiese Krankheit, weswegen ich irgendwie so eine Glutenunverträglichkeit hatte, nichts essen konnte. Vater sagte mir schon immer, dass ich sowas wie einen Hungerbauch hatte. Kennt man von den Kindern in Afrika tatsächlich. Und war wohl kurz vor 12. Also ja, gab's schon mal. Tatsächlich. Ich könnte super lange schwafeln und so weiter, aber ich glaube nicht. Nicht, dass ich wüsste, ich war es ja schon mal als. Also die Frage ist natürlich immer so ein bisschen, wie man die Lebensgefahr definiert, ob Teilnahme am Straßenverkehr, ist ja auch gefährlich, kann es auch bei umkommen, ja. Bin schon Motorrad gefahren, ich bin auch schon mal operiert worden, alles nicht immer ohne Risiko. Aber so wie man das jetzt so definieren würde, so, boah krass, Alter, der ist tut ja noch von der Schippe gesprungen oder so. Dann noch nicht, nein. Ich denke nicht. Ich hatte ja mal irgendwie das, dass ich nicht mehr atmen konnte und mein Sportlehrer mir dann geholfen hat. Aber auch das würde ich nicht als Lebensgefahr bezeichnen. Ich glaube, spätestens wenn ich ohnmächtig zusammengekracht wäre, hätte irgendwer reagiert. Hoffe ich. ich wüsste jetzt nicht wann, nee. Nicht wirklich. Ja, wenn man den Statistiken glauben darf, jedes Mal, wenn ich meine Wohnung verlassen habe, dann eigentlich durchgehend. Nee, ich glaube, so eine Nahtoderfahrung an sich hatte ich noch nicht wirklich.